Das tat jetzt aber spürbar gut, dass wir endlich mal wieder miteinander singen können, dass wir Gott anbeten können, dass wir das nicht nur im Herzen tun dürfen und summend, sondern auch von ganzem Herzen mit unseren Stimmen. Gott sei Dank, das tat jetzt richtig gut und jetzt komme ich mir an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag mit diesem Gesang ein bisschen deplatziert vor mit unserem Thema, aber es bleibt ja trotzdem wahr. Diese Frage, warum ist unser Leben oft so schwer? Das ist das Thema heute Morgen. So vieles macht uns zu schaffen, auch an einem Morgen wie heute. Und wenn wir dann uns die Situation in der Welt angucken, dann fragen wir uns an vielen Stellen, was geht hier eigentlich gerade ab? Warum ist das alles so kompliziert? Wie sollen wir das überhaupt einordnen? Was trägt denn jetzt überhaupt? Und dann steht über, ich weiß nicht, wer von euch das Kirchenjahr verfolgt, über diesem heutigen Sonntag, dem zweiten Sonntag nach Trinitatis, steht über diesem Sonntag das gewaltige Wort von Jesus aus Matthäus 11, Vers 28, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das heißt doch nichts anderes, als dass über allem Schweren, auch in unserem Leben, ist eins klar. Jesus, der allmächtige Herr, möchte uns erquicken. Er möchte uns stärken. Er liebt uns. Dafür steht das Kreuz. Er liebt uns vorbehaltlos. Dafür steht, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren. Ja, natürlich, das Leben ist schwer. Aber mit all dem Schweren sind wir in diesem Leben geborgen in der Liebe unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Er will uns erquicken, auch heute Morgen. Gerade heute Morgen möchte er zu uns sprechen, möchte er uns segnen. Und wir wollen heute Morgen auch an die bedrängte Gemeinde Jesu denken, natürlich. Und das werde ich dann nach dem Predigtteil auch noch tun, euch ein wenig mitnehmen in diese Finsternis, geistliche Finsternis weltweit. Es ist ja nicht selbstverständlich, was wir hier in Friedrichshafen erleben dürfen, dass man so unbeschwert und frei Gottesdienst feiern kann. Weltweit sieht das anders aus. Mindestens 64 Länder dieser Welt ohne Religionsfreiheit oder mit sehr stark eingeschränkter Religionsfreiheit. Über 200 Millionen Christen, die in jedem Moment damit rechnen müssen, bedrängt oder verfolgt zu werden, wegen nichts anderem als ihrem Glauben. Christen in muslimischen Ländern, Christen in kommunistischen Ländern, Christen in Indien unter dem Hinduismus oder auch unter dem Buddhismus, wo sie bedrängt und verfolgt werden, wegen des Namens Jesu. Und für sie, die durch so viel Schweres gehen, wollen wir beten, ihnen wollen wir helfen. Und ihnen gilt natürlich auch das, was Jesus sagt, kommt her zu mir alle, was deine Not auch ist, wo auch immer wir Sorgen haben, Jesus will uns erquicken. Das Thema heute Morgen, warum ist unser Leben so schwer? Und das hat zu tun mit einer Spannung, die wir in der Bibel entdecken, und zwar die Spannung zwischen dem Reich Gottes, das schon angebrochen ist, aber auf das wir immer noch warten. Wir stehen sozusagen in dieser Zwischenzeit. Wir stehen zwischen zwei Wirklichkeiten. Da stehen wir mittendrin und beide sind wahr und beide sind richtig. Da ist das Alte, das noch nicht ganz vergangen ist, und da ist das Neue, das sich schon Bahn bricht. Und davon berichtet der Text, den ich heute Morgen als Predigttext ausgesucht habe, aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Korinth. Das war eine tolle Stadt damals, eine Stadt mit zwei Häfen, eine Stadt mit Wohlstand, aber auch eine Stadt mit vielen Problemen. In gewisser Weise war Korinth eine ganz moderne Stadt. Und in dieser Stadt gab es eine lebendige Gemeinde, aber an der hatte Paulus nicht nur seine Freude. Wenn Paulus an die Gemeinde in Korinth dachte, dann hatte Paulus immer die eine Sorge: Ihr lieben Geschwister in Korinth, bei aller Euphorie eures Glaubens, hoffentlich habt ihr einen Glauben, der auch in den dunklen Tälern trägt. Hoffentlich habt ihr einen Glauben, der nicht nur ein Schönwetterglaube ist. Ihr Lieben, heute Morgen in Friedrichshafen, das ist ja auch wichtig für uns. Ist dein Glaube ein Glaube, der wirklich trägt?
Ist dein Glaube ein Glaube, der auch gegen den Augenschein trägt, wenn alles trübe und dunkel aussieht? Oder ist unser Glaube vielleicht nur ein Schönwetterglaube? Wir brauchen eine Hoffnung, die wirklich trägt, egal wie es kommt. Wenn die Stürme wehen, wenn die Wasser fallen, dann zeigt sich, welches Haus auf Sand und welches Haus auf Fels gebaut ist. Wir brauchen eine Hoffnung, die sich bewährt, eine Hoffnung gegen den Augenschein. Und darum geht es Paulus in dem zweiten Korintherbrief. Und der Abschnitt, den wir heute Morgen miteinander betrachten wollen, der steht in Kapitel 4, die Kapitel 3, 4 und 5, die bilden so eine Einheit im Korintherbrief. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr euch das mal angucken. 2. Korinther, Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5. In Kapitel 3 spricht Paulus von der Herrlichkeit. Ich habe das nachgerechnet. 11-mal sagt er das, Herrlichkeit. Paulus, er beschreibt das Evangelium und er spricht von Herrlichkeit. Das Evangelium, die Realität, die Wirklichkeit des Heilsangebotes Gottes, die ganze Botschaft des Evangeliums. Paulus kann das nicht anders beschreiben als mit Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Wo Paulus vom Evangelium spricht, spricht er von der Herrlichkeit. Und dann kommt Kapitel 4 und das ist wie so, gerade spricht er von der Herrlichkeit und jetzt in Kapitel 4, da geht er hinein in die Nachfolge im Schatten des Kreuzes. Und das ist unser Leben. Unser Leben ist ja nicht, dass wir von einer Herrlichkeit zur anderen gehen. Wir sind ja hier noch in den Tälern dieser Welt unterwegs. Kapitel 4 bildet unsere Lebenswirklichkeit ab. Und jetzt könnten wir ernüchtern und sagen, ja, Herrlichkeit, schön, gut, klingt nett, aber meine Realität sieht anders aus. Und Paulus möchte uns helfen, dass wir das zusammenkriegen, dass wir verstehen, das gehört beides zusammen. Nachfolge geschieht im Schatten des Kreuzes. Da geht es um Leidensgemeinschaft mit Jesus. Und dann kommt Paulus in das Kapitel 5 und im Kapitel 5, da überschlägt er sich fast. Da kommt er fast sprachlich ins Stolpern. So begeistert ist er. Er redet im Kapitel 5 von der Hoffnung auf die Ewigkeit. Die Herrlichkeit des Evangeliums, unsere Nachfolge im Schatten des Kreuzes, vor dem großen Horizont der ewigen Hoffnung, auf die wir zugehen, das gehört alles zusammen. Selig sind, die da Heimweh haben, denn sie werden nach Hause kommen. Wir haben eine ewige Heimat. Es geht auf ein Ziel zu. All die Schwierigkeiten dieser Welt, wirtschaftliche, private, gesundheitliche, können uns nicht aufhalten. Jesus, der wiederkommende Herr, wartet auf uns. Er bereitet eine Wohnung für uns zu. Die ist schon im Himmel bereit für dich und für mich. Das ist die große Verheißung, die wir als Christen haben. Jesus wird uns an dieses Ziel bringen. Jesus ist der Herr, der das, was er anfängt, auch vollendet. Das gute Werk, was er in dir begonnen hat, das bringt er auch fertig. Und Paulus beschreibt in Kapitel 5 diese Hoffnung, diese Sehnsucht nach der ewigen Heimat. Aber heute Morgen, unser Text steht in Kapitel 4. Und da geht es noch um die Nachfolge im Schatten des Kreuzes. Paulus, er ist ein Bote des Lichts, der jetzt dieses Licht der ewigen Hoffnung in unseren normalen, oft trübsinnigen, schwierigen Alltag bringen möchte. Er möchte heute Morgen auch in deine Finsternis dieses Licht des Evangeliums leuchten lassen. Paulus will uns das Licht des Evangeliums bringen. 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 6, 7 und 8. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung erstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht, uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Herr, jetzt wollen wir dich bitten, dass auch wir nicht verzagen, sondern dass du uns ganz neu gewiss machst, dieser Hoffnung, die wir in dir haben dürfen, und dass du selbst der Schatz in uns, den irdenen Gefäßen sein willst. Amen.
Der Schatz in irdenen Gefäßen, ein erster Gedanke. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Warum? Damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist ja mit den Gefäßen so eine Sache. Vorhin, als wir vor dem Gottesdienst gebetet haben, da kam das Bild der Weinflasche. Eine Weinflasche, die landet im Altglas, die ist zu nichts mehr Nütze. Aber wenn ein guter Tropfen drin ist, das ist eine runde Geschichte. Und das ist das Bild, was Paulus braucht. Ein nicht besonders schmeichelhaftes Bild. Paulus sagt, liebe Leute, ihr seid, mal ehrlich, zu nicht viel Nütze. Aber wenn das Richtige drin ist, wenn Jesus mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart drin ist, dann wird aus uns irdenen Pötten, dann wird was draus. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Unser Leben, dein Leben, mein Leben, sagt Paulus, das ist gar nicht viel. Da ist gar nicht viel Staat mitzumachen. Aber da hat Gott jetzt etwas reingelegt. Da hat Jesus sich jetzt selbst hineingelegt. Da hat Gott sein Wort hineingelegt. Das Wort Gottes ist der Schatz. Jesus ist das Wort Gottes. Der will uns reich machen. Und dann sagt Paulus, dass unsere Schwachheit, unsere Gebrochenheit, dass das alles gar nicht sinnlos ist, sondern dass Gott sogar noch damit ein Ziel hat. In deiner Schwachheit, in deiner Verzagtheit, in unserer Not soll jetzt etwas deutlich werden von der Kraft Gottes. Das meinte ich vorhin. Da ist die verfolgte Gemeinde für uns wie ein Bilderbuch. Äußerlich alles weggeschlagen, nichts vorzuweisen, aber die Kraft Gottes. Die Gemeinde weltweit wächst eigentlich fast nur in den Ländern der Verfolgung. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ich selber baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Die verfolgte Gemeinde klammert sich an die Zusage Jesu und an nichts anderes. Und das können wir von ihr lernen. Warum ist mein Leben so schwierig? Das hast du dich sicher auch schon mal gefragt. Warum muss das so sein? Warum können nicht einfach mal 10 Jahre glatt laufen, ohne Probleme, nur gute Zeit? Warum ist das so schwierig? Warum kann das Leben nicht einfacher sein? Und jetzt würde Paulus sagen, weil wir mit unserem Leben in einer Spannung stehen. Wir stehen in der Spannung von dem angebrochenen Reich Gottes und dem Reich Gottes, was erst noch in Vollendung kommen wird. In dieser Spannung stehen wir. Ihr erinnert euch, Jesus, als er seine öffentliche Predigttätigkeit begann, hat er gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Dann hat er das den Jüngern erklärt mit dem Himmelreich. Er hat ein Kind genommen und hat gesagt, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie eins dieser Kinder, kann nicht hineingehen. Und wenn Jesus das so erklärt, dann will er damit sagen, es ist da, es steht euch offen, ihr könnt es aufnehmen wie ein Kind. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das Reich Gottes ist Realität. Das Reich Gottes ist die heilsame, wirkliche, gegenwärtige Kraft Gottes in uns, um uns und in dieser Welt. Es ist da. Und trotzdem beten wir regelmäßig, dein Reich komme. Weil da noch etwas aussteht, weil da noch etwas fehlt, da warten wir noch auf etwas. Das Reich Gottes ist aber schon da und es ist doch noch nicht ganz da. Es steht noch etwas aus. Es hat begonnen, aber die Fülle steht noch aus. Und in dieser Spannung stehen wir. Und Paulus beschreibt das hier zwischen Vers 6 und Vers 7. Wir haben Vers 6 gehört, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Das ist ja ein Wortlaut aus der Schöpfungsgeschichte. Dieser Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung erstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Christi Jesu. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Dieser große Bezug auf die Schöpfung. Gott spricht, es geschieht. Aber unsere Erfahrung ist, es ist immer noch in irdenen, in brüchigen Gefäßen. Da steht noch etwas aus. Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Da ist ein heller Schein in unserem Herz schon gegeben. Und dann Vers 7, aber in irdenen Gefäßen. Das Neue ist angebrochen, aber die alte Ordnung ist noch nicht ganz beseitigt. Da leiden wir doch dran, unsere alte Natur. Und Paulus sagt das so deutlich, dass wir das jetzt ganz deutlich und klar verstehen. Und darum beschreibt Paulus diesen Konflikt und er beschreibt das gleich auch in 6 verschiedenen Beispielen, die er uns gibt, um das ganz, ganz deutlich zu machen. Auf der einen Seite nennt Paulus all die alten Dinge, die uns zu schaffen machen.
die noch nicht vollständig überwunden sind. Und auf der anderen Seite zeigt er uns die Dinge, die mit Jesus schon gekommen sind. Einerseits, andererseits, schon und noch nicht. Und mittendrin stehen wir. Und wenn wir das nicht verstehen, können wir mit unserer Nachfolge nicht wirkliche Fortschritte machen. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir nie verstehen, warum unser Leben so anstrengend und schwierig ist. Wir stehen in dieser Spannung. Ein zweiter Gedanke. Die Spannung, in der wir stehen. Paulus gibt 6 Beispiele. Das erste Beispiel, Schwäche und Kraft. Da ist ein irdenes Gefäß, das symbolisiert unser Leben. Ein alltäglicher, ein zerbrechlicher Gegenstand. Nicht schmeichelhaft, was Paulus hier sagt, aber sehr gut beobachtet. Paulus sagt, in diesem Leben haben wir einen Schatz. Wir sind schwach, wir sind zerbrechlich, aber mittendrin in unserer Schwäche, da ist etwas drin vom Schatz des Evangeliums, von der Gegenwart Jesu, von der Kraft von oben. Und in unserem Leben, in all der Brüchigkeit unseres Lebens, darf sich jetzt etwas zeigen von der gegenwärtigen Kraft Gottes. Paulus gibt ein zweites Beispiel, Verfolgung und Schutz. Mit dem zweiten Beispiel sind wir mitten in dem Thema der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Vers 8 und 9 spricht Paulus darüber. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Verfolgung und Schutz. Paulus spricht von der Bedrängung der Christen, aber auch von dem Schutz Gottes. Verfolgung kommt durch Menschen, durch Gesellschaften. Da geht es um Bedrängung, um Anfechtung. Da geht es auch um die Dinge, die uns Not machen, auch wenn das keine Verfolgung ist. Aber es sind unsere Nöte. Und auf der anderen Seite die großen Heilszusagen Gottes. Wir stehen unter seinem Schutz. Wie kriegen wir das zusammen? Und dann gibt uns die Apostelgeschichte eine Illustration. Da ist der Petrus. Die Gemeinde betet für ihn, er steht unter dem Schutz Gottes, aber Petrus in all seiner Schwachheit liegt im Gefängnis. Und dann berichtet Lukas, der Arzt, uns in seinem Text, dass der Petrus in dieser Nacht, der Nacht, bevor er hingerichtet werden sollte, dass er da schläft und der Engel, der ihm zur Befreiung kommt, der muss ihn erst noch treten, damit der Petrus aufwacht, verfolgt und doch geborgen. Und diese Bilder sind Bilder für uns, so dürfen wir in der Nachfolge leben. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er uns trägt und hindurchbringt. In dieser Welt, sagt Paulus, in dieser Welt werden wir immer wieder umgehauen, aber es haut uns nichts um. Es gibt in dieser Welt Leid, sagt Paulus, aber nur so weit, wie Gott es zulässt. Schwäche und Stärke, Verfolgung und Schutz, in dieser Spannung leben wir. Und dann ein drittes Beispiel, Leben und Sterben. Das dritte Beispiel, Vers 10 und 11. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer in den Tod gegeben um Jesu Willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Sterben und Leben. In unserer Sterblichkeit zeigt sich sein Leben. Paulus gebraucht hier ganz drastische Ausdrücke. Er sagt, wir werden alle Zeit in den Tod gegeben. Nicht nur zu Corona-Zeiten. Wir sterben immer da. Und auf der anderen Seite zeigt sich das Leben Jesu. Ihr Lieben, das ist die ganz normale christliche Erfahrung. Das ist die Realität. So ist das Leben. Und Paulus wiederholt das in Vers 10 und 11. Immer wieder, alle Zeit, immer da. Wir brauchen ja nur die Nachrichten zu hören. So ist die Welt. Und da mittendrin, sagt Paulus, da mitten in diesem alle Wege in den Tod gegeben, zeigt sich etwas von der überwindenden Lebenskraft Jesu. In meiner Sterblichkeit, in meinem Körper, in meiner notvollen Enge, da wo alles vergeht, bricht sich Jesus Bahn. Ein viertes Beispiel, Tod und Auferstehung, Vers 13 und 14. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Paulus zitiert hier den Psalm 116. Ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Der
Psalmist ging durch Nöte wie Paulus, aber er sagt, ich glaube. Was glaubt er denn, der Psalmist? Woran glaubt er denn? Er sagt es uns in seinem Psalm 116. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Der Psalmist glaubt an die Auferstehung. Und Paulus sagt, das glaube ich auch. Darauf baue ich auch, darauf vertraue ich auch. Das ist meine Botschaft. Das bekenne ich. Wir werden leben, auch wenn wir sterben. So schreibt Paulus in Vers 14. Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Tod und Auferstehung, in dieser Spannung stehen wir. Ein fünftes Beispiel, Verfall und Erneuerung, Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Wieder nicht sehr schmeichelhaft, wir verfallen. Da geht etwas kaputt, da wird etwas immer schwächer, immer weniger leistungsfähig, aber mittendrin Erneuerung. Der innere Mensch wird erneuert. Wir wachsen im Glauben, wir wachsen in der Nachfolge, wir wachsen im Vertrauen. Außen Verfall, innen Erneuerung. Paulus sagt mit diesem Beispiel, das könnt ihr in eurem Leben überprüfen. So ist es doch. Wir erleben beides. Das sind zwei Prozesse. Es hat schon begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Das letzte Beispiel, Vers 17, Trübsal und Herrlichkeit. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Unsere Trübsal und die Herrlichkeit. Paulus redet nicht aus dem theologischen Elfenbeinturm theoretischer Erwägung. Paulus hat das alles durchbuchstabiert. Er wurde verfolgt und als Verfolgter redet er hier und sagt, die Trübsal ist leicht im Vergleich zur Herrlichkeit. Die Trübsal, die Bedrängnis, sagt er, ist zeitlich, was kommt, ist ewig. Das, was jetzt uns bedrückt, ist sichtbar, worauf wir warten, ist unsichtbar. Und Paulus muss das wichtig sein, wenn er Beispiel um Beispiel um Beispiel gebraucht. Er möchte, dass wir das verstehen. Hast du das verstanden? Unser Leben steht in dieser Spannung. Es hat schon begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Aber es läuft alles auf die Herrlichkeit zu. Es läuft auf die Herrlichkeit zu. Wir gehen nicht in die Nacht, wir gehen nicht in die Dunkelheit, wir gehen auf die Herrlichkeit zu. Es geht nicht in die Trübsal, in die Depression, in alles immer schlimmer werdende. Vielleicht sind das die Wehen, durch die wir gehen, aber es geht auf die Herrlichkeit zu. Ihr Lieben, warum ist unser Leben so schwer? Warum diese Spannung? Wir gehören doch dem Herrn, wir sind doch gerettet, ja, aber wir haben auch noch diese gefallene Natur. Da ist in unserem Leben, in unserem Körper, in unserer Nachfolge noch etwas von dieser Schwäche. Und auch die gefallene Welt um uns herum infiziert uns immer noch. Und diese Infektion ist schlimmer als Corona. Die Sünde und die Dunkelheit dieser Virus kann nur durch das Blut Christi überwunden werden. Paulus sagt, wir sind in dieser Zeit verletzlich. Wir sind wie so ein irdenes Gefäß. Schmeißt man es runter, ist es kaputt. So ist unser Leben und mittendrin Erneuerung. Und jetzt sagt Paulus, und das ist ihm auch wichtig, jetzt ist es nicht so, dass das eine lauter Fakten sind und das andere bloß ein Wunschtraum. So könnte man jetzt ja denken, oh ja, Manfred, du hast recht, Leben ist schwer, alles vergeht, wird immer schwächer, wird immer weniger, wird immer dunkler. Ja, du hast recht. Und das andere, ach, wäre so schön, wenn Gott doch Kraft geben würde, ach, wäre so schön, wenn man doch überwinden könnte, ach, wäre so schön. Und Paulus sagt, jetzt habt ihr es völlig falsch verstanden. Beides ist Wirklichkeit. Ist nicht so, dass man sagt, ist alles dunkel, ist alles nichts, das wäre verkehrt. Genauso verkehrt wäre, Jesus löst alles, heilt alles, macht alles gut. Das kann er. Aber so ist nicht unsere Wirklichkeit. Wir stehen in dieser Spannung und das ist Paulus wichtig, dass wir das verstehen. Beides gehört in dieser Weltzeit noch zusammen. In diesem Kampf stehen wir und da müssen wir uns bewähren. Das Notvolle und das Neue, das Jesus in unserem Leben beginnt, beides gehört zusammen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft sei von Gott und nicht von uns. Ein letzter Gedanke, unsere Schwäche und Jesu Kraft, das müssen wir verstehen. Nur in der Verbindung zu Jesus haben wir die Kraft, in dem Kampf und in den Schwierigkeiten und Anfechtungen dieser Welt zu bestehen.
Wir brauchen Jesus in den Herausforderungen und Nöten unseres Alltags. Wir müssen immer wieder auf Jesus blicken. Und wir müssen verstehen, was Paulus hier sagt. Gottes Reich wird einmal ganz kommen, aber es hat schon begonnen. In deinem Leben und in meinem Leben. Der Herr ist nah, er ist da. Schon jetzt darf ich in meiner Schwäche und in meiner Not etwas von der Kraft und der Gegenwart und dem Schutz Jesu erleben. Schon jetzt gibt es hier und da Heilung und doch bleibt das andere wahr. Ich stehe mit meinem Leben immer noch in diesen notvollen Spannungen. Und dann gebraucht Paulus in Kapitel 3, Vers 18 ein ganz wunderbares Bild. Er spricht da von der Metamorphose. Er nimmt das Bild eines Schmetterlings, einer Raupe, die sich in einen Schmetterling verwandelt. Und das ist das griechische Wort, was er da gebraucht für den Veränderungsprozess, in dem wir stehen. Das ist ein Wunder, was da geschieht. Es gibt in dieser Welt Dinge, die nur Gott tun kann. Nur Gott kann dein Leben verändern. Metamorphose. Aber dann gibt es Dinge, die wir tun können und müssen. Wir dürfen ihn darum bitten. Herr, jetzt komm auch in mein Leben. Jetzt tu du dieses Werk auch in meinem Leben. Und Jesus sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir stehen in den Schwierigkeiten und in den Herausforderungen unseres Lebens mittendrin. Und wir brauchen diese Metamorphose. Wir wollen dich bitten, Herr, komm du in unser altes, schwaches Dasein, in dieses zerbrechliche Gefäß. Und lass aus uns etwas werden zum Lobe deiner Herrlichkeit. Schenk uns, dass wir in den Spannungen unseres Lebens immer uns wieder danach ausstrecken, dass du alles bist, was wir brauchen, der Schatz in uns, dein Leben, deine Gegenwart, deine Hilfe. Mehr brauchen wir nicht. Und dann, wenn die Anfechtungen kommen, Herr, dann lass uns nicht verzagen, sondern dann lass uns das verstehen. Es ist noch da. Das Alte ist noch da, aber im Blick auf dich, Herr, wollen wir mehr und mehr überwinden. So bitten wir dich, Herr, füll uns ganz mit deiner Gegenwart und bring das gute Werk, das du in uns begonnen hast, zur Vollendung. Amen. Musik